Hallo, da sind wir wieder. Beim letzten Mal sind wir hier wieder zurückgegangen mit dem Heim. Nein, vom Leuchtfall. Was laber ich? Was laber ich da? Wie auch immer. Hier gibt's neue Waren, habe ich gelesen. Schattenasche hergeben. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. So, schauen wir mal. Erstens verkaufst du jetzt noch mehr Glut. Sehe ich das richtig? Sie verkauft unendlich viele vom Arzt. Oh. Da hole ich mir auch gleich gern mal was. Menschliches Harz. Da möchte ich gar nicht so genau drüber nachdenken. Den Schlüssel kaufe ich mir mal. Moment, dich kann ich so... Es gibt... Dich kann ich benutzen. Okay, ich kaufe dich mir einfach mal. Aber den Stab kann ich nicht benutzen. Okay, so viel zu dem Thema. Skimitar, Kurzschwert, Dolch. Ah. Helle Bade wäre auch interessant. Nope. Den Rest behalte ich mal so. Ich kaufe mir aber den Seelenpfeil, dann habe ich zumindest alle Zauber. Und von den restlichen 900 Seelen... Kann ich mir Wurfmesser kaufen? Warum kann ich mir keine Wurfmesser kaufen? Kaufen wir uns einen Heimknochen. Die braucht man immer mal. Dann kaufen wir uns noch einen davon. Dann kaufe ich mir... Genau, dann kaufe ich mir 15 Prismasteine. Oder ich kaufe mir Pfeile, die wären vielleicht sinniger. Ashen One B. Ja. Ich bin blöd. Erstens, ja. Und zweitens, ich muss ja noch meine Waffe aufwerten. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Okay, benutzen wir einfach eine von dir. Ah, das ist gut, wasn't it? Waffe verstärken. Das Schwert des Lothric-Ritters. Plus 1, plus 2. Okay. Oh, ich kann dich verstärken. Solange ich noch keine offensive Zauber habe. Nee. Was wird gealtert bewirken? Weniger Schaden, mehr Skalierung. Das wird sich das sogar lohnen. Das wird sich ein bisschen lohnen. Mehr Schaden, keine Skalierung. Feuerschaden. Na, ich bleib dabei, wie es ist. Ups. Gut. Dann... ich schaue mich erstmal noch hier ein bisschen weiter um. Weil, da habe ich gesehen, ging es noch weiter. Ist es normal, dass ihr so zittert? So, schauen wir mal, wie der Schaden jetzt steht. Oh ja, das gefällt mir schon besser. Jetzt lohnt es sich auch, dich statt der Axt zu benutzen. Ich finde die Animation, mit denen sie Seelen zu einem hinfliegen, cool. Gab es das auch schon in den vorherigen Spielen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, sind die ja immer so nur um einen rum erschienen.
Und zwar wollte ich euch besiegen. Wollte ich hier nochmal lang gehen, weil da rechts habe ich mich noch nicht umgesehen. Ich kann auch zustechen. Oh, hi. Hättest du mich nicht wenigstens angreifen können, bevor ich meine Punkte zahlen musste? So. Wen oder was haben wir denn hier? Ah. Die Oberseite von dem, was ich vorhin war. Mehr nicht. Okay, da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Gut. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Jetzt gehen wir dahin zurück, wo wir eigentlich lang müssen. Und weil ich keine Lust habe, zurückzulaufen, benutze ich sogar einen Heimkehrknochen. Ich weiß, die sollte ich vielleicht doch aufsparen, aber... Na, keine Ahnung. Ich hoffe, es gibt ja später auch sowas wie die... alte Feder. Die war ein super Item. Vor allem hat man sie halt erst gegen Ende des Spiels bekommen, wo es auch okay war, dass man sie bekommen hat. So, dann... Du bist wieder da? Okay. Möchte ich doch mal da hinten reinschauen. Ging's hier lang? Ja. Ich weiß, es ist nicht der eigentliche Weg. Aber ich... Au. Ich möchte mich jetzt hier ums... Wie viel Schaden machen die? Verdammt nochmal. Ich sollte mich mehr heilen jetzt, wo ich zwei Asche Elstislakos besitze. Also mit dem Zauber heilen. Wendentuch? Ach, Velka. Ah. Gut zu wissen. Und an der Tatsache, dass ich mich von dem Fluch erläutern kann, schließe ich, dass Fluch in diesem Spiel wieder so funktioniert, wie man es gewohnt ist von Fluch. Ich verstehe gerade nicht ganz, was das der Spezialangriff war. Ah, das heißt, wenn ich so mache, bin ich quasi kurzer Zeit Tank. Okay. Kann man mit der Hellebarde auch zustechen? Nee, du bist nicht ein Speer. Hellebarde muss ich auch irgendwann mal mitspielen. Das ist interessant. Aber für diesen Durchlauf habe ich mich für das Schwert entschieden. War das jetzt eigentlich schon alles, was es hier unten gab? Nein, da unten geht's weiter. Skelette? Skelette. Ich wusste, ich hätte nicht an den Knochenhaufen vorbei rennen sollen, ohne mich genauer umzusehen.
Okay. Schauen wir uns weiter um. Giftsumpf, normaler Sumpf. I'm not letting you get away. Damn it, nein. Ha. Hab ich dich. Schwerer Edelstein. Hi. Wohin führt der normale Weg? Da ist er zu Ende. Okay. Ich sehe da unten eine Ratte. Okay, doch mehr Ratten. Wollte schon sagen, eine Ratte wäre ein bisschen merkwürdig wenig. Waren das alle? Ja. Heiliger Talisman. Heiligen Talisman. Für den mir auch noch Glaube fehlt. Ach. Ah. Na, ich möchte mich schon weiter auf die Heilungszauber verlassen, deswegen werde ich mich vermutlich ein bisschen jetzt in Glauben skillen. Heißt es eigentlich Glaube oder Willenskraft in dem Spiel hier? Okay, Glaube. Das verändert sich ja so von Teil zu Teil. Who is there? Someone there? Anyone? Oh, please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Ah, yes, there you are. So close indeed. I am not entirely alone, just hätte man die Animation nicht wenigstens so machen sollen können, dass ich sie wirklich berühre? Gebet. Ah, danke. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. Bin ich? You are a champion, then. Echt? So einfach geht das? Oho. I am weak and unfit to tend the flames. Ich hab hier Flammen für dich. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Was hat das zu bedeuten? Ich meine, NPCs, die jetzt einem helfen, okay, aber das klingt echt so, als würden die quasi jetzt mit einem kämpfen, so. Wer bist du? Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Now you've gone and rescued the wench. How very quaint.
pitying creatures that are beyond help. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I'm Egon, a knight of Kareem. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. Ida? And only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Redet er von der da hinten oder nicht? What's the matter? Okay. Du siehst nach einem Bossraum aus. Fahrstuhl? Der auch noch hochgerufen wurde. Moment, Siegmeier? Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift. Ja, gut. Ich habe schon eine Vermutung, aber dann scheint es da weiterzugehen. Dann gehe ich erstmal in die andere Richtung. Ach, da bin ich jetzt wieder. Okay. Das heißt, ich habe mich quasi an den paar Typen vorbei gemogelt. Da unten bin ich her. Ob man den Fall da überleben kann, ich weiß es nicht. Würde ich jetzt nicht ausprobieren. Ausschalten. Gott. Das hat wehgetan. Die Sache ist, ich werde gerade schon runtergerufen. Das heißt, ich mache tatsächlich diese Folge jetzt 10 Minuten kürzer, aber dafür die nächste 10 Minuten länger. Weil ich bin zu faul zum Schneiden. Sorry. Bis nachher.